Ich kann bieten 6.695 abgegebene Stimmen. Das ist auf der Basis der eben genannten Zahl von 53.000 eine Beteiligung von 12,6%. Und von diesen 6.695 Stimmen haben mit Ja gestimmt 6.111 Stimmen, das ist ein Prozentsatz von 91,28%. Und mit Nein 584 Stimmen, ein Prozentsatz von 8,72%. Gerade in den letzten Wochen kamen unwahrscheinlich positive Stimmungen auch für die Bürgerbefragung. Wir waren ja in vielen Orten gewesen und ich hatte das Gefühl, dass alle der Meinung waren, uns verbindet sehr viel mehr, wie das, was uns trägt. Eindruck machen wird. Ja, nachdem unser Rechtsbedenken beim Innenministerium nicht abgeholfen wurde, gehe ich jetzt davon aus, dass man im Landtag sehr besonnen dieses Thema nochmal prüfen wird. Ein Landesparlament ist gehalten, verfassungskonforme Gesetze zu verabschieden. Dieses jetzt vorliegende Doppelgesetz ist in den Belangen der landkreisübergreifenden Fusionen mit einer Verbandsgemeinde in zwei Landkreisen nicht verfassungskonform. Das gibt es in ganz Deutschland nicht.